Herzlich willkommen allerseits zum 19. Augsburger Linux Infotag. Ja, wir freuen uns natürlich sehr. Es ist gut besucht heute früh, dass ihr alle da seid. Ich möchte einfach kurz noch was sagen zur Veranstaltung. Wie ihr wisst, gibt es diese Veranstaltung jetzt schon seit langer Zeit und vielleicht noch kurz zu der Nummer 19, muss man was Spezielles dazu sagen. Die Nummer 19 war eigentlich geplant im April 2020. Aus bekannten Gründen mussten wir die absagen. Dann gab es jetzt eine Pause von fast drei Jahren und wir haben uns dann eigentlich in dieser Corona-Zeit immer wieder mal so auch online getroffen und haben uns gesagt, ja, wie geht es jetzt weiter? Und ich weiß noch, im ersten Jahr haben wir gesagt, naja, schauen wir mal im Jahr 2022, ob wir es wieder organisieren können. Und das hat sich dann auch nicht materialisiert. Aber dann im letzten Herbst haben sich dann ein paar Leute von der Linux User Group, die ich dann nachher noch erwähne, dann doch nochmal zusammengetan, haben gesagt, jetzt müssen wir eigentlich hier wieder diese Veranstaltung zum Laufen bringen. Und haben dann eigentlich jetzt im kleinen Team diesen Linux-Infotag wieder hier auf die Beine gestellt und wir freuen uns eben wirklich sehr, dass jetzt doch viele, viele gekommen sind und an diesem Event teilnehmen wollen. Deswegen will ich bloß kurz, eigentlich bevor ich dann an den Klaus übergebe, will ich eigentlich nur ganz kurz ein paar Worte des Dankes auch richten an die verschiedenen Leute, die hier mitgewirkt haben. Ich möchte da wirklich ein paar erwähnen, die da uns unterstützt haben. Ich weiß, sind nicht alle im Raum, aber Michael Ries hat zusammen mit mir wirklich so die Leitung übernommen. Wir hatten dann Unterstützung vom Klaus Jahn, der mit mir damals vor über 20 Jahren den Event hier gegründet hat, der uns da unterstützt hat und Michael Hartmann, der auch hier im Publikum sitzt. Dann möchte ich auch dem LUGA-Vorstand danken, der auch in verschiedenen Sachen uns während der Organisation und auch jetzt hier unterstützt hat. Dann vielleicht eine heute Abwesende, aber wir haben gesehen, wir haben auch ein Ding aus dem 2020 noch übernommen, das ist unsere Grafik, die Lisanne Wolters, ich möchte sie einfach erwähnen, die uns für uns das nochmal gemacht hat. Vielen Dank. Und last but not least, von den Seiten der Organisatoren möchte ich der Hochschule Augsburg ganz herzlich danken, dass sie uns diese Räume wirklich in höchst unbürokratischer Art und Weise, wie viele Jahre jetzt zur Verfügung stellt und auch die ganze Technik hier mit betreut. Der Harald steht da hinten, der das macht am Samstag. Das finde ich also vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Dann zum Schluss möchte ich noch unseren Sponsoren danken, die uns ja auch wirklich großzügig unterstützt haben. Und kurze Hinweise, Buch 7 ist ein Buchstand, da findet ihr draußen, da könnt ihr mal ein bisschen Literatur hereinschauen. Die sind am Nachmittag dann auch noch persönlich da. Dann als Medienpartner haben wir die Computec Media Group, die uns damit Anzeigen wirklich toll unterstützt hat. Dann der D-Punkt Verlag hat uns unterstützt, Meteo Control, die Firma Söll, Gerüstbau, Tuxedo Computers, die haben uns wirklich jetzt hier auch finanziell unterstützt und ich möchte einfach auch noch sagen, Tuxedo unterstützt den Verein auch durch Räume, die uns zur Verfügung gestellt werden, also auch dafür ein ganz herzlicher Dank. So, jetzt genügend von meiner Seite, wir sind am LUGA-Stand erreichbar, wir freuen uns natürlich auch gern, wenn jemand Interesse hat, bei uns im Verein Mitglied zu werden, wir freuen uns auch sehr drüber, wenn jemand sagt, die Veranstaltung ist toll und ich möchte da mal mithelfen, auch im nächsten Jahr wieder, dass die auch weiter existiert, meldet euch bei uns, also wie gesagt, wir sind da vorne vorhanden. Jetzt ist mir eine ganz große Ehre, den Klaus Knopper hier zu begrüßen. Ich glaube, man braucht ihn ja nicht einführen. Berühmt, ein Pionier, eigentlich der Distributionen, die man nicht installieren muss, der Live-Linux-Distribution, so hieß das, heißt glaube ich immer noch. Wir sind sehr froh und ich finde, was wirklich toll ist heute vom Programm, wir haben heute einen ganzen Tag zum Thema Nachhaltigkeit. Wir sind also wirklich am Puls der Zeit. Wir haben von jetzt Klaus über das Thema so bis später noch am Ende Emma Buntus, Dieter Thalmayer, auch ein alter Gast, also und Wallboxen, Open Source, also wir haben wirklich hier einen schönen, gerade in diesem Raum, ganz stimmigen Track, aber jetzt will ich einfach an dich übergeben und dir zu diesem Thema das Wort erteilen. Danke dir schon mal. Ja. Okay.
So, ich schließe mich dem Dank an alle genannten Personen und Gruppen an. Finde ich ganz toll, dass es wieder stattfindet. Und es ist phänomenal für die erste Veranstaltung nach Corona, dass ein Hörsaal wirklich komplett gefüllt ist. Da kommen mir fast die Tränen. Das würde ich mir wünschen bei uns mit unseren Studenten, dass sie alle so in Präsenz kommen. Na gut, wir machen auch noch ein bisschen Hybrid und aufgrund der Bequemlichkeit sitzen doch noch viele etwas zu Hause. Aber das wird sich mit der Zeit wieder einpendeln. Ja, Nachhaltigkeit und Barrierefreiheit mit Linux und Open Source. Der erste von zwei Vorträgen heute. Dieser hier ist mal ausnahmsweise fast ohne Technik, ja, und mehr in Richtung Strategie, was ja wichtig geworden ist, auch gerade durch den Quantensprung der Digitalisierung während der Pandemie. Ja, bisschen unerwartet, aber hat auch gewisse Seiteneffekte, was in puncto Nachhaltigkeit und Barrierefreiheit eine Rolle spielt. Ja, schon von Kind an wusste ich genau, was ich werden will, nämlich nicht Informatiker, sondern Erfinder, Elektroautos bauen, Atomkraftwerke abschaffen und die Energiekrise lösen. Ja, also schon als Kind denkt man so ein bisschen nachhaltig. Ne? Dann habe ich Elektrotechnik studiert und ich hatte Professoren, die waren totale Fans von Atomkraftwerken. Für Elektroautos war es irgendwie damals zu früh, der Sprit war billig und die Hardware auch und das war so ein bisschen frustrierend. Deswegen habe ich meinen Vorsatz, niemals im Leben was mit Computern zu machen, dann während des Studiums irgendwie doch aufgegeben. Vor allem, weil die Informatikübung, ich wollte ja gar nicht programmieren lernen, das war ganz interessant, die haben alle zusammen an einem Computer gemacht und ich wusste, irgendwie komme ich an die Lösungen von meinen Studienkollegen dran. Nur wie? Und da musste ich mich zwangsläufig mit Computern beschäftigen und als ich dann rausgefunden hatte, wie man die hacken kann, habe ich es eigentlich schon nicht mehr gebraucht, weil ich so viel über C, über Kernels, über Unix-Permissions gelernt hatte. Das ist irgendwie, ja, hatte ich dann meine Grundlagen der EDV auch so erworben und habe die Klausur dann auch mit einer 2,7, glaube ich, bestanden. Naja. Ich komme jedenfalls nicht aus der Richtung Informatik, sondern eigentlich aus der Elektrotechnik und da gibt es aber durchaus viele Gemeinsamkeiten. Und gerade bei den Ingenieuren und den Mathematikern, ein solcher bin ich nun weiß Gott wirklich nicht, sagt man ja nach, dass sie eigentlich die besseren Programmierer sind, weil sie immer so einen Bezug zur Realität haben und nicht nur programmieren, um zu gucken, ob der Code besonders schön, cool, kurz oder in einer exotischen Programmiersprache verfasst ist. Ich habe eigentlich auch Folien, soll ich mal anfangen. Ja, eine kurze Geschichte zur Digitalisierung und die hat ein bisschen was mit Corona zu tun. Wegen der Kontaktbeschränkungen gab es ja da einen Quantensprung an den Hochschulen und Universitäten. Alle haben nach einer Lösung gesucht, wie man den Unterricht stattfinden lassen kann, nur halt ohne Kontakt und ohne Präsenz. Ja, viele vermeintlich etablierte Softwareprodukte, meistens proprietäre, haben genau zu diesem Zeitpunkt, wo man anfängt, sich darauf zu verlassen, kläglich versagt. Ja, es war etwas dramatisch und natürlich habe ich auch alles mit ausprobiert, was es so gab. Flip Classroom und Co. war dann auch auf einmal ein Thema, also ganz viele Dinge, die wir früher nie gemacht hatten, waren auf einmal sehr interessant geworden, wenn denn die Technik irgendwie mitgespielt hätte. Ja, nach einiger Zeit hatten die meisten Lehrenden aber dann doch ihre Lieblingslösung gefunden. Welche war das denn bei Ihnen? Trauen Sie sich, es kann was Proprietäres sein, muss nicht Open Source sein. Ja, ja, davon habe ich gehört, das kam dann ein bisschen später, also das war nicht rechtzeitig da zur Pandemie. Nee, da gab es ein Produkt eines namhaften außereuropäischen Herstellers, das tatsächlich stabil genug war, weil es eine interessante Eigenschaft hatte. Es hat die schlechte Netzwerkinfrastruktur, die oft bei den Studenten und bei einigen Gebäuden war, sehr gut kaschiert. Ja, Sie kennen das Tool wahrscheinlich alle. Manchmal friert da das Bild ein, wenn die Verbindung schlecht ist und dann kommt es wieder und dann wird das, was zwischendrin passiert ist, in dieser Pause in Zeitraffer abgespielt. Das heißt aber natürlich, die Daten werden irgendwo auf einem Server zwischengespeichert. Ich weiß nicht wo, ne? Da steht zwar immer Verbindung in deutsche Rechenzentren. Ich kann es halt nicht kontrollieren, weil dieses Produkt eben seinen Bauplan nicht mitbringt. Was mir an dem Produkt auch etwas aufgefallen ist, ist, dass es so eine tolle Funktion hat, die Fernbedienung. Ja, der Dozent kann nämlich seinen Bildschirm freigeben und dann können die Schüler oder die Studenten die Maus steuern und Folien weiterblättern, was zeichnen, eine Aufgabe lösen.
gehört für mich eigentlich nicht so in ein Videokonferenz-Tool, denn ich brauche genau 2 Sekunden, um mit dem Browser auf eine Webseite zu gehen, Schaftsoftware runterzuladen und zu installieren. Und wer sagt mir als Dozent denn, dass ich für diese Funktion, die in dem Programm ja offensichtlich drin ist, Vollzugriff auf alle meine Eingabegeräte, auf die Festplatte, auf alles, was in meinem Rechner ist, dass ich da wirklich noch OK klicken muss? Oder vielleicht kann das auch jemand, der Admin ist, auf dem Server machen, ohne dass ich das merke. Und dieses Tool läuft ja die ganze Zeit irgendwo mit. Ja, also, was ist das Problem dabei? Ich kann nicht reingucken. Und ich habe die Firma auch gefragt, darf ich den Source Code haben? Ja, ich muss ja eine Entscheidung treffen, ob wir das weiter benutzen können und so. Und die sagten, nö, wir haben genügend Kunden und wir legen keinen Wert auf sie. Und dann waren wir halt weg. Ja, gut, es gab dann ja später auch bessere Lösungen. Da komme ich auch gleich drauf. Aber grundsätzlich hat sich was getan während der Pandemie und wir machen auch so viel Open Source wie nie zuvor. Ja, nicht direkt im ersten Jahr, aber im zweiten, dritten hat sich das so langsam etabliert, weil absehbar war, dass die Kosten von diesen Log-Angeboten am Anfang später exorbitant hoch werden oder man gar nicht mehr unter Kontrolle hat, was der Hersteller dann noch erlaubt oder nicht. Da ist gerade das Wort Teams gefallen, ja, das ja für Unternehmen jetzt auch kostenpflichtig wird. Ja, früher war es umsonst. Ja, ich finde es nicht ganz so gut im Nachbau von Jitsi, aber einige arbeiten halt damit. Ja, also, was lernen wir aus dieser kleinen Geschichte? Also nicht, dass damit sich was ändert, braucht es eine Pandemie, das glaube ich eigentlich auch nicht, sondern wir brauchen eine langfristige Strategie, um in der Digitalisierung Abhängigkeiten zu vermeiden. Das heißt, wir wollen Software benutzen, die ein Leben lang hält, ja, und auch für unsere Schüler, Studenten und auch in Zukunft, ja, sodass wir nicht immer wieder umschalten müssen oder einen neuen Tarifvertrag, einen Lizenzvertrag abschließen müssen, wenn es eine neue Version gibt. Also Zugänglichkeit und Barrierefreiheit spielt ja auch eine Rolle. Ja, bei dem anderen Produkt muss ich das nehmen, was der Hersteller liefert und der sagt, wir haben das getestet, das funktioniert auch für Behinderte. Aber ist es auch gemäß der Web Content Accessibility Guidelines bedienbar? Kann ich das mit der Tastatur bedienen? Kann man testen, Bildschirm zuklappen, versuchen, das Ding mit der Tastatur zu bedienen? Geht nicht. Ja? Also das sind so Dinge, da brauche ich halt den Bauplan, wenn ich was dran ändern will. Also, wir brauchen eine Strategie, Nachhaltigkeit, digitale Werkzeuge, die dauerhaft funktionieren, gesetzeskonform sind, für alle verfügbar. Ja, damals war eigentlich auch egal, was wir verwendet haben. Der Datenschutzbeauftragte hat ein Auge zugedrückt und gesagt, was für euch funktioniert, ist für mich okay. Aber nur solange es keine Alternative gibt, die datenschutzkonform ist. Die Alternativen sind jetzt da. Und damit sind eigentlich diese ganzen proprietären Werkzeuge eigentlich gestorben. Nun gibt es keine Macht der Welt, die stärker ist als die Macht der Gewohnheit. Und das ist eigentlich der größere Kampf dabei, Kolleginnen und Kollegen zu überzeugen, von dem alten Tool wegzugehen und sich mal was Neues anzugucken, was für den Unterricht sogar besser geeignet ist, weil es von Lehrern programmiert worden ist und von Schülern und ein richtiges digitales Klassenzimmer implementiert und nicht nur irgendwelche Videokonferenzfunktionen, die man mit X-Tools abbilden kann. Also speziell in der Lehre, digital unterstützte didaktische Konzepte brauchen wir zur Teilhabe sowohl im Fern- als auch Präsenzunterricht. Und so ein Traum ist, dass es egal ist, von wo man an der Vorlesung teilnimmt, vor Ort oder zu Hause oder unterwegs. Und man kann gleichberechtigt aktiv teilnehmen. Es geht nicht bei jeder Vorlesung, bei Labors ist es ein bisschen schwierig, wenn man da löten muss und so. Zu Hause hat man vielleicht keinen Verbandskasten oder jemand, der einem hilft, wenn irgendwas passiert. Da ist man im Unterrichtssaal doch besser geschützt. Aber grundsätzlich die Idee bei einer Vorlesung, ich glaube Mathevorlesung ist so ein klassisches Beispiel, die kann man eigentlich überall machen. Gut, also digital unterstützte didaktische Konzepte und darauf aufbauen kann man sich die Software dann aussuchen. Also alles in allem, Digitalisierung ist kein disruptiver, sondern ein kontinuierlicher Prozess und zielt auf die Qualitätssteigerung und Zugänglichkeit in der Lehre und in der Kommunikation. Das ist also unser Ziel und unsere Strategie. Das heißt, man muss dann Fragen stellen. Setzen wir die richtigen Tools auch sachgerecht ein? Zum Beispiel ist ein Videokonferenzprogramm das gleiche wie eine digitale Vorlesung oder ein digitales Klassenzimmer, wo ich Dokumente teilen kann, wo ich gemeinsam an einem Dokument arbeiten kann. Ja, da habe ich in den letzten beiden Corona-Jahren sehr viel Interessantes Neues gesehen, beziehungsweise ich kannte es tatsächlich selber noch nicht, aber es waren Open-Source-Lösungen, womit man direkt am Browser Dokumente editieren kann. Ja, das Ding heißt OnlyOffice, kennen vielleicht einige von Ihnen oder von euch. Ja,
kommunizieren und interagieren wir richtig? Das heißt, kann man sich auf einen Dienstleister auch noch verlassen, wenn das Produkt dann irgendwann end of life ist und man jetzt bitte gefälligst die neue Version installieren muss? Und wenn nein, was kann man gegebenenfalls von anderen lernen? Kriege ich meine Daten aus diesem Tool überhaupt wieder raus? Und sollen immer nur die Softwareentwickler diejenigen sein, die was Neues ausprobieren und daraus lernen oder nicht auch Nutzer ihre Erfahrungen einbringen? Und dazu gehört auch, dass man sich mal was angucken kann, was nicht funktioniert oder wo man ein bisschen braucht, Einarbeitungszeit, um rauszufinden, wie kann ich jetzt mit diesem Tool das machen, was ich im Unterricht vorhabe, und ist es vielleicht sogar ein Stückchen besser dafür geeignet als das reine Videokonferenz-Tool, was ich vorher verwendet habe. Ja, als Softwareentwickler bitte ich an der Stelle normalerweise etwas um Nachsicht, weil es jetzt wieder um Technik ging. Es wird besser. Gut, Stufen, wie komme ich zu einer nachhaltigen Lösung? Ja, erstmal die schnelle Ad-Hoc-Lösung, man nimmt, was funktioniert. Dann guckt man an, was macht das eigentlich und welches andere Tool kann ich verwenden, das mir wirklich langfristig weiterhilft, was sich auch mit meiner Vorlesung, mit meinen Vorhaben mitentwickelt. Ja, da gehört ein Support-Team dazu. Ja, der Kritikpunkt kommt ja immer bei Open-Source-Software, kann ich mir was kostenlos runterladen und dann ist es da auf meiner Festplatte und ja, dann, was mache ich denn dann? Da muss ich Zeit reinstecken. Zeit ist Geld, ja, Zeit ist ein kostbares Gut, also gibt man sehr schnell auf, wenn es nicht sofort funktioniert. Aber es ist bei proprietärer Software auch so, wenn die nicht auf Anhieb funktioniert. Ich lade mir die Steuererklärungssoftware runter und die erklärt meine Steuern nicht. Ich muss mich davor setzen, alles eingeben, Videos gucken, was muss ich an welcher Stelle eintragen. Ist eigentlich genauso. Aber es ist wichtig, ein Team dabei zu haben. Ja, und das kann ich auch wirklich jeder Hochschule und Universität empfehlen. Ein Team zu haben, was sich mit neuen Programmen beschäftigt, was die evaluiert, mal vorführt, mit Kollegen bespricht und auch dauerhaft wartet, dass man nicht alleingelassen wird. Ich glaube, das ist der Knackpunkt, wo es dann auch wirklich um den Mehrwert der Software geht. Ja, und die Weiterentwicklung, also selbstverantwortliche und digital unterstützte Entwicklungs-, Wartungs- und eine Nutzungskultur etablieren. Also nicht nur das nehmen, was einem vorgesetzt wird, sondern ruhig auch selber mal was anderes ausprobieren. Ja, das heißt, die Sicht des Nutzers muss im Zentrum stehen, dann ist die Akzeptanz auch höher. Barrierefreiheit. Ja, bei Open-Source-Software steht nicht im Vordergrund, dass die Nutzung kostenlos ist. Ja, das wissen aber alle von denen, die hier sind, sonst wären sie nicht hier. Man kann mit Open-Source einen Haufen Geld verdienen. Das machen verschiedene Firmen. Ja, man mag von Google halten, was man will, aber die verdienen über 50 Milliarden Euro im Jahr alleine mit Support oder sagen wir Dienstleistungen rund um Open-Source und geben sehr viele quelloffene Dinge raus, die man aber natürlich auch ohne Google weiterentwickeln kann. Ja, die offenen Schnittstellen und Baupläne und das kooperative Entwicklungsmodell, das erleichtert den Abbau von Barrieren. Ja, wir haben jetzt eine schöne studentische Arbeit gehabt von einem Studenten, der versucht hat und sehr erfolgreich Diagramme, also Statistiken, diese Kurven, Kuchendiagramme und so weiter, so zu programmieren, dass die barrierefrei sind. Dass man also mit der Tastatur sich vorlesen lassen kann, was an welcher Stelle steht, welcher Punkt in welchem Quadranten des Koordinatensystems steht. Alles in JavaScript, alles Open Source, läuft im Browser. Ja, und auch weg von proprietärer Software und dem Mietmodell, ich zahle dafür, dass ich es nutzen kann, hin zu, ich zahle dafür, dass mir jemand genau die Lösung entwickelt, die ich brauche, oder ich mache selber, dann lerne ich auch was dabei, wenn ich genügend Zeit habe. Ja, Open Source bedeutet ja Eigentum an der Software. Man erwirbt mit der Software gleichzeitig den Bauplan, ja, und kann damit machen, was man will. Selber weiterentwickeln, verkaufen, verschenken oder einfach liegen lassen. Ja, die eigene Entscheidung. Aber auch Open Source Software läuft und wartet sich nicht von alleine. Da ist der Punkt, wo auch Geld verdient werden kann. Ja, kompetente Betreuer und Dienstleister, die Nutzer unterstützen, und alleine aus Sparzwängen würde ich jetzt nicht auf Open Source setzen. Also eigentlich sind alle Projekte, die mir bekannt sind, wo es nur darum ging, diese Nutzungslizenzen einzusparen und den Leuten irgendeine Open Source Software vorzusetzen und dann macht mal, installiert euch das selber, konfiguriert euch das selber, das ist eigentlich zum Scheitern verurteilt. Ja, wie gesagt, die Macht der Gewohnheit, die stärkste Kraft im Universum, das kommt nicht gut an. Ja, Open Source Software, da gibt es eine Definition. Das ist nicht nur GPL oder Linux, sondern viele, viele andere Programme auch. Teilweise sogar von bekannten Firmen, die eher für proprietäre Software bekannt ist. Microsoft und Co. macht auch sehr viel Open-Source-Software. Beteiligt sind inzwischen sogar an der Kernel-Entwicklung. Ja, ganz interessant. Es gibt 10 Kriterien, die eine Software erfüllen muss, damit sie als Open-Source zählt. Dass man sie kostenlos nutzen kann, ist eins davon. Ja,
steht von Kosten nichts drin. Ja, das heißt, man darf es einfach auch kostenlos benutzen. Ja, der Bauplan muss zumindest mal auf Verlangen des Benutzers mitgeliefert werden. Ja, bei Knoppix, wenn Sie mich nach dem Quelltext fragen, dann bin ich verpflichtet, Ihnen für nicht mehr als die Kosten für die DVDs und den Versand 7 DVDs mit Quelltexten zuzuschicken. Was Sie dann damit machen, ist Ihre Sache, aber dann habe ich die GPL erfüllt. Das ist bei dieser Lizenz eine Besonderheit. Ja, dann die Software ist diskriminierungsfrei. Ja, das heißt, die darf nicht nur für bestimmte Zwecke verwendet werden, sondern für alle. Das ist für manche nicht so genehm. Manche sagen, ja, ich möchte aber nicht, dass jemand anders mit meiner Software Geld verdient. Dann kann ich sie nicht Open Source machen. Ja. Oder dass die Software nur für ökologisch sinnvolle Zwecke eingesetzt werden darf. Ja, auch das ist eine Einschränkung, die verhindert, dass die Software Open Source ist. Open Source bedeutet wirklich, jeder und jede darf die Software benutzen, zu jedem beliebigen Zweck. Ja, was gehört noch dazu? Ja, dieser Diskriminierungsfreiheitsparagraf finde ich sehr gut. Barrierefreiheit ist natürlich auch dabei. Die Software muss gut dokumentiert sein, sodass man sie verändern, auf die eigenen Bedürfnisse anpassen kann, ja, für andere Menschen weiterentwickeln. Ja, und da geht es tatsächlich um Klasse statt Masse. Es reicht, wenn es einen einzigen Benutzer gibt mit einer speziellen Anforderung, dass jemand hingehen kann und aufgrund der Baupläne vorhandener Software für diesen einen Menschen eine angepasste Software zu programmieren. Ja. Es kann Geld kosten, es muss aber nicht. Ja. Und je nach Lizenz muss man die Quellen von der angepassten Version dann auch weitergeben oder nur von der Originalversion. Da gibt es verschiedene Lizenzmodelle. Offen ist natürlich immer besser, aber es ist kein Zwang. Also bloß, weil ich in der Firma ein Open-Source-Programm einsetze, bedeutet das nicht, dass ich jetzt plötzlich alles, was ich jemals mache oder was ich mit der Software erstelle, auch Open-Source machen muss. Das steht in den Lizenzen nicht drin. Das ist ein oft genanntes Missverständnis. Einmal Open-Source geht viral und dann muss auf einmal alles... Nee, ist nicht so. Man kann das parallel mit anderen Sachen nutzen. Und so ist auch die Migration von rein proprietär auf eine gemischte Open-Source- und proprietäre Welt ohne Probleme möglich. Gut, was bedeutet es für die Anwender? Erstmal die Qual der Wahl. Ja, es gibt so viele Tools, die man sich alle angucken kann, teilweise unübersichtlicher Markt, viele Lösungen, auch für viele Spezialfälle. Es gibt auch das Rundum-Sorglos-Paket. Genau wie bei proprietärer Software kann ich eine Firma beauftragen und sagen, ja, ich brauche diese Software, mach mal, ja, und mach mir einen guten Preis. Und wartet das vielleicht auch. Und ich hätte ganz gerne, wenn das nicht funktioniert, dass in 3 Stunden ein Hubschrauber vor meiner Tür parkt und mir das ganz macht. Geht, ja. Hängt davon ab, wie viel man zu zahlen bereit ist. Oder man kann es ganz umsonst machen, selber, ja, was dabei lernen und die Software selber weiterentwickeln und auch Fehler selber reparieren. Und diese Unabhängigkeit von irgendeinem Anbieter, auch von dem Hersteller der Software selber, das ist dieser Begriff digitale Souveränität. Ich habe hier noch aufgeschrieben, weil es mir spontan eingefallen ist, Schutz vor geplanter Obsoleszenz. Es gibt ja Software, die altert. Ja. Wann ist Windows 10 End of Life? Ich glaube, das ist schon nächstes Jahr, ne? 2025, dankeschön. Ja, das heißt, ab dann müssen Sie wieder neue Rechner kaufen, weil das neue Windows dann halt nicht mehr auf der alten Hardware läuft. Ja, es ist auch nicht einfach, Software so anzupassen, dass sie auf sämtlichen CPUs, auf verschiedenen leistungsstarken und schwachen Rechnern einwandfrei läuft. Ich versuche das ja schon eine ganze Weile. 2000 habe ich das Experiment mit Knoppix gestartet und ist immer noch nicht fertig. Aber immerhin, es läuft noch auf den ganz alten Rechnern, ne? Also auch noch auf den alten 486ern aufwärts. Ne? Es wird nicht mehr lange dauern, bis es verschiedene Programme nicht mehr für diese alten Architekturen gibt auf 32-Bit. Dann muss ich mir überlegen, vielleicht doch umzusteigen oder einfach den Bauplan, der liegt eh im Netz, veröffentlichen, dass jeder sich eine angepasste Version für seine entsprechende Distribution baut und ich entwickle dann halt 64-Bit im Mainstream weiter. Aber noch ist es nicht so weit. Die wichtigsten Sachen gibt es immer noch in 32-Bit und so lange möchte ich auch dabei bleiben. Genau, was bedeutet das für die Entwickler? Erstmal entfällt eine Einnahmequelle. Ja? Man kann nicht damit verdienen, dass man ein Programm sehr oft verkauft. Das funktioniert nicht. Ja? Als Open-Source-Entwickler freut man sich natürlich, wenn ganz viele Leute auf der Welt die eigene Software verwenden, ja, und auch Feedback geben, wo es funktioniert. Wichtiger ist eigentlich, wo es nicht funktioniert, damit man was lernen kann und die Software weiterentwickeln kann. Ja, aber man verdient dadurch halt nichts. Auch wenn es immer heißt, ja, dann nimm doch wenigstens 50 Cent pro Kopie, das darf ich ja nicht.
Ja, als Open-Source-Software bin ich verpflichtet, als Open-Source-Hersteller bin ich verpflichtet, das Produkt zum kostenlosen Nutzung anzubieten. Ja, ich kann Support machen, dafür darf ich beliebig viel Geld nehmen, aber ich kann niemanden dazu zwingen. Ja, also wer es ausprobieren möchte, kann das machen. Ja, wer es kaputt macht, darf alle Teile behalten. Ja. Software as a Service ist möglich als Einnahmequelle. Das funktioniert bei Open Source ziemlich gut, ja, gerade weil es so viele Möglichkeiten der Erweiterung gibt und eben wieder die Unabhängigkeit, auch von anderen Anbietern. Wenn ich mich aus Open Source Quellen bediene, ja, muss ich je nach Lizenz auch Open Source draus machen. Aber ich bin nicht darauf angewiesen, dass ich irgendjemand Lizenzen dafür bezahlen muss, dass ich seine Software mitverwenden kann. Ja. Also man bleibt mit Klasse statt Masse länger im Geschäft. Zugeschnittene Lösungen. Ja. Austausch ist wichtig, Lernen aus den Codes von anderen, auch eigene Erfahrungen teilen und eigene Softwareentwicklung inklusive Bauplänen bekannt machen, das schafft Vertrauen. Ja. Theoretisch kann man sich einfach ein Open-Source-Programm aus dem Netz nehmen, das für die eigene Firma anpassen und nur intern verwenden. Man muss niemals auch nur einen Schnipsel Quelltext veröffentlichen. Ja, das geht, kann man machen. Aber es ist natürlich schöner, man gibt ein bisschen was zurück und bekommt dann auch Feedback, wie man es hätte besser lösen können. Ja, Berücksichtigung der individuellen Fähigkeiten und Fertigkeiten der Benutzer. Ja, es gibt ja jede Menge Accessibility Guidelines und spätestens seit 2020 müssen eigentlich alle Webseiten, alle digitalen Dienstleistungen im öffentlichen Bereich barrierefrei sein. Müsste es so sein. Sagt zumindest das Gesetz und man kann auch jemanden verklagen, wenn es nicht so ist. Ja, das finde ich schon mal gut. Wie macht man das jetzt bei proprietären Programmen, wenn man den Bauplan nicht hat? Ja. Man ist eigentlich gezwungen, das Produkt abzuschaffen und stattdessen eins zu nehmen, was diese Guidelines erfüllt. Schönes Beispiel für inhärentes Open Source, also dass in der Applikation quasi der Quellcode mit drin ist, sind JavaScript-Erweiterungen. Ja, die kann man direkt im Browser lesen. Es gibt also keine Möglichkeit, was in JavaScript zu programmieren oder in anderen Skriptsprachen und zu verstecken, wie es funktioniert, weil das halt im Browser interpretiert wird. Der Quelltext wird direkt ausgeführt. Ja. Das heißt für den Entwickler auch, der hat es ein bisschen einfacher. Der muss nicht erstmal alles durchkompilieren und dann ein fertiges Programm erstellen, sondern der kann direkt am Quelltext arbeiten und sieht die Fehler relativ fix. Ist nicht ganz so performant wie kompiliert, aber in den meisten Fällen ist die Geschwindigkeit bei der Ausführung bei solchen interpretierten Programmiersprachen eher zweitrangig. Ja. Das zu Beginn manchmal als überfordernd wahrgenommene Baukastenprinzip, hier hast du den Quelltext, hier hast du einen Compiler, das macht dir mal ein Programm, viel Spaß. Ja, das muss auch nicht sein. Es gibt ja Distributionen. Distributionen haben das bereits paketiert und stellen es zur Verfügung, kostenlos oder mit Support. Also es erlaubt es auch, Individuallösungen ohne Ballast zu gestalten. Ja, ein bisschen in Richtung des zweiten Vortrags heute zu gehen schon. Eigene Erfahrungen mit Adriane. Das Audio Desktop Reference Implementation in Network Environment ist ein 2005, also 5 Jahre nach der ersten Knoppix-Version, gestartetes Experiment, um eine Benutzeroberfläche von vornherein so zu gestalten, dass man keinen Monitor braucht. Sprich, auch Blinde können diese Software bedienen und zwar, das war mir wichtig, selbstständig. Ich brauche also niemanden, der daneben sitzt und mir erklärt, was auf dem Bildschirm steht, sondern ich kann das selber rausfinden, mithilfe ganz einfacher Tastendrücke. Ja, es ist anders, als einfach auf eine grafische Oberfläche einen Screenreader mit einer Sprachausgabe und Braillezeile dran zu flanschen und dann zu hoffen, dass der Anwender damit zurechtkommt. Auf dem Smartphone sieht man das manchmal, da muss man auf dem Bildschirm so fummeln, bis er irgendwann sagt, ja, das ist der OK-Button, und dann kann man zweimal draufklicken und hat den erwischt. Nee, da sollte die Oberfläche schon so sein, dass man gar nicht erst suchen muss nach dem OK-Button, sondern dass der halt direkt ertastbar ist. Ja, basiert auf einfachen konfigurierbaren Textmenüs, Screenreader, optionaler Braille-Unterstützung. Wir zeigen das Ganze nachher auch. Ja, und mit dem Knoppix Live-System als Basis kann dann jeder Computer durch Booten von USB-Stick in ein blindenfreundliches Arbeitsgerät transformiert werden. Zum Ausprobieren oder zum Zeigen, dass es geht, auch auf alten Computern, oder auch tatsächlich, um damit zu arbeiten. Ja, ein paar Best-Practices-Beispiele, da sind wir wieder beim Thema Corona und was dann danach kam, nämlich der Umstieg auf barrierefreie und Open-Source-Lösungen, die wir auch für alle Ewigkeit weiter maintainen können. Ja, sowohl selber mit unserem eigenen Team, als auch mit Unterstützung des Landes, also offizielle Landeslösungen bei uns in Rheinland-Pfalz. Das eine ist das Big Blue Button, ja, das ist in einer Installation mit über 500 Knoten an der Uni Mainz installiert, ist ein Videokonferenz, Klassenzimmer, Whiteboard, geteilte Dokumente, Kommunikationsplattform mit Integration in OLAT und in MetaMost. Also ein Riesending eigentlich und man muss nichts installieren.
Also es läuft komplett im Browser. Es hängt natürlich davon ab, wie schnell der Browser ist. Manche Browser sind schneller als andere. Ja, leider oder zum Glück, wie man will, hat die Open Source Chromium Engine da so ein bisschen die Nase vorn, was Videokonferenzen angeht. Das ist ein bisschen performanter in den Audio- und Videocodex. Gibt es weniger Dropouts. War für mich ein Grund, vom Open Source Browser Firefox zu wechseln auf den Open Source Browser Chromium. Und von dem bin ich dann gewechselt auf den Open Source Browser Brave. Also, man kann auch Edge nehmen, aber wie gesagt, ne, Nachhaltigkeit, es gibt keinen Grund, proprietäre Software dafür einzusetzen, weil diese BigBlueButton-Lösung eben rein serverbasiert ist und man muss keinen speziellen Client haben. Genau, leicht zugänglich, auch per Tastatur bedienbar, ist barrierefrei gemäß Web Content Accessibility Guidelines Level AA und ist als Unterrichtsbaustein auch in unserem Lernsystem, Open Source natürlich, Open OLAT integriert. Man kann also bei einem Kurs, den man gestaltet, nicht nur Folien hochladen, Online-Aufgaben, Online-Klausuren, sondern auch einen Baustein machen, wo ich klicke hier und du bist in deiner Vorlesung drin. Ja. Schöne Sache. Dann gibt es noch als Alternative das etwas kleinere Jitsi Meet. Kleinere Instanzen für Ad-Hoc-Gruppen. Ich kenne viele Lugas, die das verwenden, weil es halt so einfach ist. Man muss sich nicht anmelden, man braucht keinen Account. Man geht einfach rein, ja, gibt ein, wie heißt unser Raum, und dann ist man drin und kann mit den anderen Video chatten, den Bildschirm teilen und alles machen, was so ein Videokonferenzsystem halt hergibt. Auch browserbasiert. Weniger komplex im Bereich mit BigBlueButton. Also Whiteboard hat es jetzt nicht und auch keine geteilten Notizen, aber dafür ist es halt extrem einfach zu bedienen. Ja, Audio- und Videotutorials selber erstellen und Podcasts, Open-Source-Tools für Kreative, die wir häufig einsetzen, um Videos zu machen, OpenShot, Multitrack-Video-Editor mit Untertitelfunktionen, Audacity, das ist ein Multitrack-Audio-Editor, auch Tastatur bedienbar. Ja? Also es gibt auch Blindenschulen, die Audacity verwenden, um Audioschnitte zu machen. Und OBS Studio, das ist eines meiner Lieblingsprogramme, weil es nämlich auch eine virtuelle Kamera mitbringt. Damit kann ich zum Beispiel mich selber erstmal aufnehmen, in der Schleife, mich dann in eine Videokonferenz einblenden und alle denken, ich wäre dabei. Dabei bin ich längst wo es interessanter ist. Ja, also das geht zum Beispiel, man kann auch Filme als Livestream teilen über die Kamera und auch das ist über Tastatur steuerbar, muss es auch sein. Die ganzen YouTuber verwenden das, um sich selber in so ein Video einzublenden, Effekte überblenden und so weiter. Man kann festlegen, welche Tastatur-Hotkeys welche Effekte auslösen. Viele Plugins für Videofilter und Übergänge und über das Video-to-Loopback-Modul unter Linux auch als virtuelle Webcam direkt unter Linux benutzbar. Eine grüne Wand kann ich empfehlen. Ja, geht auch ohne, aber mit der grünen Wand ist es lustiger, wenn man so eine Vorlesung quasi vom Mars halten kann oder von irgendeinem außergewöhnlichen Ort und man sieht es mit der grünen Wand im Hintergrund tatsächlich nicht. Also diese typischen Artefakte, die sonst um das Gesicht rum sind bei Videokonferenzen, die sind, wenn ich eine grüne Wand im Hintergrund habe und ersetze die dann durch ein Video, überhaupt nicht zu sehen. Also ist dann sehr, sehr echt. Manchmal lasse ich auch Dinosaurier über den Bildschirm laufen, damit erschrecke ich dann die Zuschauer ein bisschen. Ja. Genau, unser virtueller Campus, hatte ich schon erzählt, benutzt Open OLAT als Landeslösung, auch mit umfangreichen Kursbausteinen, BigBlueButton, Kooperationsplattform und auch nach Web Content Accessibility Guidelines barrierefrei. Es wird jetzt auch nochmal zertifiziert durch eine Schweizer Firma. Ja, die zertifizieren dann den Standard 2.1 Stufe A und AA auch für das Open OLAT, was halt wirklich ein großes Softwareprodukt ist. Für Datenaustausch und Cloudworking benutzen wir Nextcloud und C-File, ja, statt der üblichen Windows-Laufwerke, obwohl für die es ja auch eine Open-Source-Lösung gibt, nämlich Samba. Jawohl. Ja, Samba, auch eine schöne Open-Source-Lösung, wo man auch die Windows-Anwender nicht ausschließt und die Linux-Anwender auch nicht, denn ich kann natürlich auch ein Windows-Laufwerk unter Linux mounten, einfach mit dem Mount-Kommando, mit dem CIFFS-Dateisystem. Ja, das OnlyOffice-Web, das habe ich, wie gesagt, tatsächlich erst durch C-File kennengelernt, ist dort nämlich integriert. Wenn ich ein Word, Excel oder sagen wir besser ein Text- oder ein Tabellenkalkulationsdokument hochlade, mit LibreOffice geschrieben, dann lädt es direkt im Browser die Applikation und ich kann im Browser editieren. Und noch besser, ich muss nie wieder speichern. Das geht nämlich automatisch über den Browser. Und wenn mehrere das Gleiche tun, also mehrere Personen an der gleichen Word oder an der gleichen Textdatei arbeiten,
Ja, dann sehe ich, was die anderen machen. Ja, das wird auch mitprotokolliert, wer was geändert hat. Und man kann die Änderungen auch einzeln wieder zurückspulen. Geniale Lösung, denn ich brauche wieder nichts installiert auf meinem Rechner. Geht alles übers Web. Ja, also dieses OnlyOffice ist eine reine JavaScript-Anwendung, die im Browser läuft. Gibt es aber auch Standalone mit so einer Art integriertem Mini-Browser, das ich wie in LibreOffice direkt installieren und laufen lassen kann. Ich bin aber überlegen, das auf der Knoppix vielleicht anstelle von LibreOffice zu installieren. Ist ein bisschen kleiner, schlanker, hat weniger Funktionen, aber dafür sagen Windows-Anwender, sie kommen damit besser zurecht. Wäre mal ein guter Einstieg, das dann vielleicht auch mal unter Linux zur Verfügung zu stellen. Genau, Mattermost als Kommunikationsplattform, ebenfalls mit BigBlueButton-Integration verwenden wir dann anstelle von, wie heißen die Dinger alle, Teams, Twitter, WhatsApp und so weiter. Ja, das kennt sämtliche Messenger-Funktionen, ist natürlich voll verschlüsselt, läuft auch wieder im Browser, gibt es aber auch als App auf dem Smartphone und hat auch wieder die Integration für BigBlueButton als Konferenzsystem. Gut, das waren so ein paar Beispiele aus unserem täglichen Gebrauch. Also Sie sehen, wir leben das auch. Ja, manchmal gibt es Rückschläge. Ja. Nächste Frage. Ja, bitte. Wegen der Barrierefreiheit. Ja. Wenn ich ein Softwareentwickler, ich bin auch ein Softwareentwickler, wenn ich ein neues Projekt, ein neues Tool anfangen würde, was wären eigentlich die 3, 4 Tipps, die Sie mir geben können? Barrierefreiheit ist oft nicht im Fokus, aber ja. Auf der anderen Seite möchte man das nicht später verändern. Ja. Was wären die paar Tipps, die Sie geben können? Ja, die Frage war, was muss ich als Entwickler beachten, damit mein Programm tatsächlich barrierefrei wird oder wie ich es im Nachhinein barrierefrei machen kann. Also einmal natürlich diese Standards durchlesen. Die sind nicht so schwer verfasst. Also die sind so geschrieben, dass man halt sieht, worum es eigentlich geht. Oft sind auch Tipps dabei, wie man was implementieren kann. Die Tipps finde ich dann nicht so gut. Also was man alles in HTML-Text reinschreiben soll, damit die dieses oder jedes Programm lesen können soll. Für mich ist wichtig, wenn ich was mache, was von Blinden gelesen werden soll, dann muss ich einfach mal den Bildschirm ausmachen und gucken, ob ich mit einem Screenreader den Inhalt erfassen kann. Ob alle Knöpfe, ob alle Inhalte der Seite zugänglich sind. Also tatsächlich würde ich empfehlen, sich in den Anwender reinzuversetzen und einfach dessen Perspektive für das User-Interface zu adaptieren. Ja, da hilft es manchmal schon, wenn bestimmte Elemente auf jeder neuen Interface-Seite an der gleichen Stelle sitzen. Einfach damit man diesen Gewöhnungseffekt hat, dass man erst gar nicht mehr gucken braucht und schon weiß, okay, der OK-Button wird jetzt in dem Fenster rechts sein. Ja, wobei es auch Gegenbeispiele gibt von so Fenstern, wo man wissen will, hat der Benutzer es gelesen und dann vertauschen die immer die Knöpfe, ja, damit man aufpassen muss und aufmerksam ist. Ist aber nicht so gut barrierefrei. Ja, also man klickt dann leicht auf den Falschen. Also WCAG würde ich durchlesen, das ist ein guter Standard, auch wenn es nicht unbedingt um Webseiten geht, die Web Accessibility Content Guidelines. Da ist man meistens schon auf der richtigen Seite. Und dann gibt es natürlich Frameworks, die man mitverwenden kann, die einem auch die Arbeit erleichtern. Bestimmte Widgets, die dann bereits vorausgefüllt sind mit Labels. Ja, bei Smartphones ist es häufig so, wenn jemand ein Programm das erste Mal schreibt und kennt sich noch nicht so aus, dann haben die Knöpfe alle wunderschöne Grafiken drauf, aber kein Label. Label ist etwas, was ich halt in das Widget reinschreiben kann im Source Code, Namen für das Element. Und das ist genau das, was vorgelesen wird, wenn der Screenreader an der Stelle ist. Und wenn ich das weglasse, einfach um mir Zeit zu sparen, habe ich nachher das Problem, dass ich die alle wieder ausfüllen muss und dann auch noch in die entsprechende Landessprache übersetzen muss. Man hätte es besser vorher getan. Also, wenn man Zeit hat, Accessibility mitdenken, ja, und sich versuchen, in den Benutzer reinzuversetzen, der bestimmte Sachen kann und nicht kann. Im Nachhinein ist es oft schwerer, aber auch da kann man von der Richtung gehen, ne? Wenn ich diese Seite jetzt sehe, ich überlege mir, wie stellt sich die für jemanden dar, der es eben nicht sehen kann, was muss ich an der Seite verändern. Dann kommt man oft darauf, dass man so Strukturen mit einem Gittermuster durch was Lineares ersetzt, wo die Sachen zeilenweise angeordnet sind, weil das auch für Sehende schneller erfassbar ist. Ne? Also eine Frage stellen, 4 Antworten. Dann kann ich die links, rechts, oben, unten machen oder ich mache sie untereinander. Dann weiß ich auch, was ist die erste, zweite, dritte, vierte Antwort. Ja, manchmal sind es ganz einfache Sachen. Ja, weitere Fragen? Das ist wahrscheinlich die nächste Frage für Ihnen, aber wie schaut es denn wenn Linux mit Spracherkennung aus? Ja. Sind immer wieder Projekte angeleitet worden und die verlaufen sich jetzt zu Simon und wie alle heißen. Mhm. Also Google und Apple,
die dafür über interne Server und das ja. kann ich, das ist ja bei Linux ja. nicht zu handhaben. Ne? Ja. Die Frage war, wie verhält sich das mit Spracherkennung unter Linux? Ja, so gesehen könnte ich jetzt einfach sagen, wenn Sie ein Android-Handy haben, dann haben Sie ja Spracherkennung unter Linux. Aber das wäre natürlich nicht ganz richtig, denn das Linux da drauf ist zwar Open Source, aber die Spracherkennung geht halt über eine Cloud. Ne? Und diese Cloud-Lösung, die hat dann entsprechende Backends dahinter und eine Software, die macht aus einer Wave-Datei, die übertragen wird, eben mit Speech-to-Text einen erkannten Text. Da gibt es ein paar Sachen. Ja? Sie haben ja schon eine genannt, Simon, der ein bisschen tot gelaufen. Ich glaube, das wird nicht mehr wirklich aktiv weiterentwickeln. Dann gibt es von dem Mozilla-Projekt was, dessen Name mir jetzt aber just entfallen ist. Das ist auf Englisch, könnte man aber eindeutschen mit relativ wenig Aufwand. Es hängt halt immer dran, wer macht's. Und da ist auch ein großes Problem bei den KIs im Moment. Ja, die sind schon da. Bitte? Ja, ja. Ja, ja, genau. Erstmal das und so Sachen wie ChatGPT, die sind jetzt schon da. Das ist für den Anwender super einfach. Und jetzt möchte ich das gerne als Open Source haben. Gibt es auch schon. Ja. Da arbeiten ja schon viele Leute länger dran und die Sprachmodelle sind teilweise offen, kann man wiederverwenden, auch in Open Source Programmen, legal. Und da ist dann halt wieder der Aufwand, ich muss mir selber installieren. Ein schönes Beispiel ist Stable Diffusion. Das ist ja Open Source. Das kann ich auf meinem Rechner installieren, das malt Bilder. Ja? Und ich gebe einen Textprompt ein und das malt mir Bilder. Und eine Spracherkennung ist eigentlich deutlich weniger komplex. Ja? Also von der Theorie her, wenn sich da zwei, drei Leute zusammensetzen für einen Monat, machen wir doch eine Bachelorarbeit draus. Ja? Einladen. Also ich finde das wichtig, dass es für jede proprietäre Software auch eine Open Source Alternative gibt. Einfach, damit man diese Unabhängigkeit hat und sich von dem proprietären Anbieter auch lösen kann. Und damit ich weiß, wo meine Daten landen, wenn ich Spracherkennung mache. Ja. Viel mehr kann ich dazu leider nicht beisteuern jetzt. Ich habe mal angefangen, so eine Sprachausgabe zu programmieren, habe dann gerechnet, dass ich dann 30 Jahre Vollzeit, habe ich es wieder aufgegeben. Aber am Anfang ist der Enthusiasmus halt sehr hoch, ja, und dann denkt man, ich kann das. Ja, und dann merkt man, mit 200 Leuten mehr wird es aber schneller fertig. Ja, ja, so ist es. Ja. Wobei es nicht ganz linear skaliert. Ab 3 Personen im Entwicklerteam fängt man an, sich zu zoffen. Ja, das ist immer so die kritische Größe. Dann braucht man ein Softwareentwicklungsmodell, Scrum oder irgendwas Koordiniertes, wo dann ein Projektleiter auch mal sagt, wir nehmen jetzt die Version, weil die andere brauchen wir 200 Jahre zu entwickeln. Bitte? Ja, Only Office war relativ schnell da, das hat mich erstaunt. Ja, aber da war halt der Bedarf da, über den Browser wirklich kooperativ an Dokumenten zu arbeiten. Und die also wir haben noch ein paar Fragen vielleicht. Ja. Eine vielleicht noch aus der Runde. Okay, ich bin im Anschluss noch da, ja, dann genau, treffen wir uns draußen. Noch da. Vielleicht noch eine ja, und dann da hinten ist noch jemand. Also, ich hätte keine Frage, aber ich hätte die Sache mit der Spracherkennung, hätte ich etwas beizutragen. Ja. Wir haben uns da mal beide ein bisschen recherchiert, weil uns das auch interessiert hat. Also der Stand der Dinge ist, es gibt Open Source Sprache, also Sprache zu Text gibt es zum Beispiel ROSC, das habe ich mal getestet, das scheint ganz gut zu funktionieren. Das hat Language Models, die 40 Megabyte groß sind, das habe ich auf meinem Android quasi auch installiert. Da gibt es Dizio oder so heißt die App. Ja. Auch ein bisschen rudimentär oder ich habe mich noch nicht so ultra damit beschäftigt, aber zumindest die Sachen, die da einprogrammiert waren, die funktionieren. Ja. Also wenn man halt kurze Sätze hat oder so, die erkennt er super. Und vor allem der Vorteil, das ist lustig, ist ja, wenn man jetzt Google oder so benutzt, ja, hat man immer diesen Delay, der muss das erst in die Cloud hochladen, ja. Die Cloud muss das verarbeiten. Ne? Der Witz ist, dieses Sprachmodell, was da drauf ist, macht es sofort. Ja? Toll. Und sonst. Was halt fehlt, ist diese Gesamtlösung. Also es gibt halt sehr viele so kleine Projekte, die auch so Sprachassistenten und sowas haben. Viele benutzen halt proprietäre, gerade für Sprache zu Text, Text to Speak, gibt es dieses eSpeak zum Beispiel, das kann man ganz einfach benutzen, es klingt halt furchtbar.
Aber es gibt noch anderes, das heißt Pico to WAP zum Beispiel, das finde ich ganz cool. Ja. Also das klingt auch gut. Also es gibt das, es fehlt nur dieses Zusammensetzen noch. Also es gibt keine gute, es gibt keine gute einheitliche Lösung. Es gibt ganz viele kleine Projekte, die jeweils quasi das Lego-Steinchen, was man bräuchte, hätte. Man müsste es halt nur. Ja. Also wie heißt das Projekt WASC? WASC. VOSK. Ich weiß nicht genau, wer es gemacht hat. VOSK. Aber es saß ja auch. Ich gucke mir das an. Ich meine, wenn man sowas hat, was gut funktioniert, dann kann man es in andere Sachen integrieren. Zum Beispiel, wenn man auf ein Eingabefeld klickt, dann öffnet sich ja unter Android die virtuelle Tastatur. Da kann ich die Spracheingabe machen. Das könnte man auch in die virtuelle Tastatur unter GNOME einbauen. Ja. Also manchmal ist eine Lösung sehr naheliegend. Ich glaube, das kommt doch. Ja. Also ich muss jetzt bloß an der Stelle kurz nochmal ganz herzlichen Dank dir, Klaus, für diesen tollen Vortrag und zu wichtigen Themen. Einfach noch kurzer Hinweis, habe ich vorhin vergessen, wir haben auch noch Aufnahmen für Leute, die später nochmal auch, weil wir haben ja Paralleltracks, zum Teil muss ich nochmal ganz herzlich dem Jörg Weishaupt danken, der die Aufnahmen dann auch macht hier und auf YouTube hochlädt, da könnt ihr dann nochmal schauen, in einem gewissen Abstand. Das einfach noch als Hinweis, sonst läuft jetzt das Programm. Wir haben wirklich eine Breite von Workshops bis zu weiteren Vorträgen. Es wird nachher noch was zum Essen geben draußen, einfach noch das als Hinweis. Aber jetzt wünsche ich euch viel Spaß und wir sehen uns sicher an der einen oder anderen Stelle.